Erinnerung des tiefen Waldes. Blume des Lebens. Eine goldene Blume, die aus der Krone des Waldkönigs gepflückt wurde. Besucher des Labyrinths. Als der Waldkönig geboren wurde, wurde ihm von der Herrscherin der Pflanzen eine Krone überreicht. Sie wurde schließlich an das kleine Mädchen weitergegeben, die als erstes den Fußspuren des Königs gefolgt ist und das Labyrinth durchquert hat. Sie hatte früher viele Kinder bei sich aufgenommen, die sich im Wald verlaufen hatten und noch nie auf Wildblumen getreten waren. Da sie nur das Leben einer Gefolgsfrau des Königs und Beschützerin des Labyrinths kannte, und weil sie wusste, dass diese Welt nur ein Traum des Waldes war, lehrte sie die Kinder im Wald zu jagen und durch den Traum zu streifen. Die Kinder müssen die Gräser und Bäume des Waldes lieben, denn dies alles ist der Garten des Königs. Sie müssen die durch Pfeile erlegten Beutetiere ehren, denn auch sie sind Untertanen des Königs. Ihre Lehren wurden sehr lange Zeit unter den Kindern, die sich im Wald verlaufen haben, weitergegeben und haben dabei zahlreiche Änderungen durchlaufen. Schließlich ist die Quelle dieser Lehren in Vergessenheit geraten. Doch einige der Kinder wurden zu Beschützern, die im Wald auf Patrouille gingen. Wieder in die Welt der Menschen zurückgekehrt, haben sie bei Einbruch der längsten Nacht Lagerfeuer entzündet, um dunkle Schatten zu vertreiben. Eine von ihnen wanderte unentwegt durch Hecken, wo sie schließlich die Sonne und den Mond vergaß und ihr Körper bedeckte mit schwarzem Blut nach Wildtieren jagte. Sie war fast genauso uralt wie der letzte Waldkönig. Am Ende träumte sie einen Traum über das Labyrinth und die Jagd. Dieser Traum war so immens, dass er an einem Punkt die Träume aller Einwohner des Waldes in sich aufgenommen hatte. Dieses Labyrinth war ein endloser Jagdgrund und die Bahnen der Baumwurzeln und Bäche darin waren noch feiner als die Musterung eines Tigers. Und noch wandelbarer als das Mondlicht auf fließendem Wasser. Das tiefe Flüstern, das versuchte, vom Tod zu predigen, war im Labyrinth verschwunden, weil nur sie und die Kinder, die die Lehren des Waldkönigs verinnerlicht hatten, das Labyrinth durchqueren und in den endlosen Jagdgründen gelangen konnten. Erst als das letzte Flüstern verschwunden war und die bösartigen Bestien geflohen waren, vergingen sie völlig erschöpft zusammen mit dem Traum. Am Ende floss sie zusammen mit zahllosen Splittern des Traums in die Träume der Menschenkinder. Genau wie ein zerbrochener Spiegel aus zahlreichen Winkeln verschiedene Bilder reflektiert, wurde auch der von ihr hinterlassene Traum in vielen unterschiedlichen Formen in den Erzählungen der Menschen weitergegeben, die am Ende meist verbreitete, erfolgreichste Geschichte hatte keinerlei Verbindung mehr zu ihr. Der Name, der für sie in der Geschichte überliefert ist, war in Wirklichkeit der Name der Krone. Das Letzte, was sie für sich selbst behalten hat, war ihr wahrer Name. Eine Handvoll Wasser, in dem sich das Mondlicht spiegelte, und dekorative Goldblumen, die von der Krone stammten, die sie von ihrem geliebten und verehrten König selbst erhalten hatte.